Ja moin, ich bin's euer Lagoon und ich präsentiere euch hier ein neues Video der Reihe Schiffs- und Kapitänsgelung. Sollte das Video für euch hilfreich sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut doch gerne auf meinen Twitch-Streams vorbei und ja, viel Spaß damit! So, da wären wir bei meiner Hindenburg-Skillung. Ich zeige euch wie immer erstmal die Verbrauchsmaterialien. Und zwar haben wir da drin, wir haben hier Hydro dabei anstatt defensives Flakfeuer. Haben hier einen Scout dabei und logischerweise die Reparaturmannschaft, wo man jetzt keine Auswahlmöglichkeit hat. Gehen wir mal rüber in die Verbesserung. Im ersten Slot habe ich das Elite-Modul Schadensbegrenzungsteam-Modifikation 1. Im zweiten die Hydroakustische Suche-Modifikation 1. Bei der Hindenburg natürlich echt cool, wenn man da nur ein bisschen mehr Einsatzdauer hat. Hier eine bessere Drehgeschwindigkeit für die Hauptbatterien. Ein Schadensbegrenzungssystem-Modifikation 2. Und das legendäre Modul die verbesserte Reparaturmannschaft. Und ein verbessertes Nachladen für die Hauptguns. Das Ganze stellt einen ziemlich heftigen Reparaturbild dar, womit man die Wahrscheinlichkeit und die Länge, mit der man brennt, ziemlich runterschrauben kann. So, was sehen wir hier? Einmal haben wir hier die präventiven Maßnahmen. Dann habe ich hier einen Elite-Schützen und Adrenalin drin. Ein Inspekteur, die Grundlagen der Überlebensfähigkeit und den Brandschutz plus noch die Tarnung. Das macht das Schiff nachher, ich glaube, wenn man brennt, dann brennt man höchstens 3 Sekunden oder sowas. Das ist quasi wie eine Teflon-Beschichtung, ne? Dieser Bild. Könnten wir ja gerne mal ausprobieren. Ich hoffe, dass er euch nützlich sein kann. Ansonsten lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo da. Das wäre echt sehr nice, wenn es euch hilfreich ist. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß damit. Haut rein.